Im Januar 2023 kündigte Microsoft an, dass sie 10 Milliarden Dollar in OpenAI, die Muttergesellschaft von ChatGPT, investieren würden. Seitdem ist mehr als ein Jahr vergangen und OpenAI berichtet nun, dass sie nur einen Bruchteil der versprochenen 10 Milliarden Dollar erhalten haben. Das soll nicht heißen, dass Microsoft nicht die volle Investition tätigen wird. Schließlich sind 10 Milliarden Dollar für einen 2,5 Billionen Dollar Riesen wie Microsoft nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber es ist auch klar, dass Microsoft nicht gerade Hals über Kopf versucht, mehr Geld in OpenAI zu stecken. Vielmehr hat Microsoft die Investition von Anfang an in Tranchen strukturiert, die über einen langen Zeitraum hinweg freigesetzt werden müssen. Und wenn man zwischen den Zeilen liest, scheint es, dass die Spannungen zwischen OpenAI und Microsoft nicht nur finanzieller Natur sind. Im November wurde Microsoft zum Beispiel gezwungen, eine Position ohne Stimmrecht im Vorstand von OpenAI einzunehmen, obwohl es 49% des Unternehmens besitzt, und nach dem Fiasko mit Sam Altman könnte Microsoft sogar einen berechtigten Grund haben, aus dem Deal auszusteigen. Und das ist nur das bemerkenswerteste KI-Drama. Tatsächlich kommen diese Art von Ausfällen anscheinend in der gesamten KI-Welt vor, da VCs sich aus der Finanzierung von KI-Projekten mit lächerlichen Bewertungen zurückziehen. Stellt euch doch mal vor, OpenAI wollte eine Bewertung von 90 Milliarden Dollar erreichen und das Unternehmen macht gerade mal 1 Milliarde Dollar Umsatz pro Jahr. Ganz zu schweigen davon, dass Sam Altman selbst zugegeben hat, dass OpenAI 100 Milliarden Dollar braucht, und zwar nicht als Bewertung, sondern in Cash für die Finanzierung, um die generative Intelligenz vollständig zu entwickeln. Und das alles in einer Zeit, in der ChatGPT Monat für Monat immer weniger Nutzer hat. Damit soll nicht gesagt werden, dass KI nicht die Zukunft ist, denn das ist sie ganz offensichtlich. Aber es scheint, dass die KI-Branche sich selbst überholt hat und die VCs beginnen, den Stecker zu ziehen. Erst kürzlich ging zum Beispiel ein 4 Milliarden Dollar schweres KI-Startup namens Olive unter. Und Olive ist nur eines von vielen Einhörnern, die zu Zombies wurden. Sprechen wir also über die Entstehung und den Niedergang des KI-Hypes und darüber, wie es mit der KI-Branche weitergeht. Alle aufstrebenden Branchen durchlaufen Boom- und Bust-Zyklen. Genau so entstehen neue Innovationen und Technologien. Es gibt große Ausbrüche von Begeisterung und Aufregung, gefolgt von einem harten Realitätscheck, bevor sich der Mainstream wirklich durchsetzt. Genau das passierte mit den Dotcom-Unternehmen in den frühen 2000er Jahren. Nach Jahren der unbegrenzten Finanzierung ging die große Mehrheit der Dotcom-Unternehmen unter und man hat nie wieder von ihnen gehört. Erst nach dieser Säuberung konnten sich Internetunternehmen wie Amazon, Google und Facebook wirklich langfristig etablieren. In den meisten Branchen dauert ein solcher Zyklus vielleicht 20 bis 30 Jahre, aber das kann man von der KI-Branche nicht behaupten. Tatsächlich hat die KI diesen Zyklus seit den 1950er Jahren immer wieder durchlaufen, was uns zurück zum Vater der modernen Computertechnik bringt, Alan Turing. Im Jahr 1950 veröffentlichte Turing eine bahnbrechende Forschungsarbeit mit dem Titel Computing Machinery and Intelligence. Darin geht er der Frage nach, ob Computer denken können, und gibt darauf eine sehr einfache Antwort. Wenn ein Computer in der Lage ist, ein Gespräch mit einem Menschen zu führen, ohne dass dieser merkt, dass er mit einem Computer spricht, dann kann die Maschine tatsächlich denken. Er nannte diesen Test das Nachahmungsspiel und daraus wurde schließlich der berühmte Turing-Test. Inspiriert von diesen Ideen begannen Hunderte von Wissenschaftlern an ihren eigenen KI-Projekten zu arbeiten, in der Hoffnung, den Turing-Test zu bestehen. Dazu gehörten einfachere Anwendungen wie ein Damespielbot im Jahr 1952, aber auch die generative KI. Tatsächlich ist die generative KI keineswegs eine neue Erfindung. Schon in den 1960er Jahren haben sich Wissenschaftler mit dem Konzept von Sprachmodellen und Chatbots auseinandergesetzt. Der Chatbot Eliza zum Beispiel versuchte schon 1961, die Arbeit eines Psychotherapeuten zu simulieren. Wissenschaftler arbeiteten sogar an den Grundlagen für selbstfahrende Fahrzeuge. In den 1970er Jahren war der Stanford Cart in der Lage, sich selbst durch einen Raum voller Hindernisse zu navigieren. Es schien, als sei KI wirklich das nächste große Ding, aber wisst ihr, was nach diesen ersten Durchbrüchen kam? Der erste KI-Winter. Die Finanzierung von KI-Startups wurde eingestellt, als die Investoren erkannten, dass es viel profitabler war, in Chip- und Computerunternehmen mit großem Umsatzpotenzial zu investieren, als in diese theoretischen Projekte. Genau das taten sie dann auch, aber nachdem sie mit Unternehmen wie Sun Microsystems, Intel, Microsoft, Sony und Panasonic einen Haufen Geld verdient hatten, kehrten sie an den Spekulationstisch zurück.
Japan hat zum Beispiel 850 Millionen Dollar für das sogenannte Computerprojekt der fünften Generation bereitgestellt. Und IBM begann mit der Arbeit an der nächsten Generation der KI namens Deep Blue. Das Ziel war, seinen Schachroboter zu entwickeln, der besser war als alles, was die Welt je gesehen hatte. Das war keine leichte Aufgabe, aber 1997 schaffte IBM es. Deep Blue schlug den damaligen Schachweltmeister Garry Kasparow deutlich. Wieder einmal schien es, als sei die KI wirklich das nächste große Ding. Die KI war nicht nur in der Lage, einen Durchschnittsmenschen zu überlisten, sondern auch einen Schachweltmeister. Er war der endgültige Beweis dafür, dass KI Großes vollbringen konnte, doch dann brach ein neuer KI-Winter an. Nachdem die Investoren während der Dotcom-Pleite viel Geld verloren hatten, war es das Letzte, was sie tun wollten, auf KI-Projekte zu spekulieren, die kein Ertragspotenzial hatten. Zumindest bis sie dank Internetunternehmen wie Google, Facebook, Amazon, Uber, Airbnb und so weiter wieder reich wurden, was uns zum aktuellen Zyklus führt. Wie ihr seht, ist KI seit 70 Jahren immer wieder das nächste große Ding, das fast in greifbarer Nähe ist. Aber eben nicht ganz. Wird es dieses Mal anders sein? Nun, irgendwann muss es anders sein, denn so wird KI schließlich zum Mainstream, aber nach der Geschichte zu urteilen, gibt es keine Garantie, dass dieser Zyklus der richtige ist. Das haben die Menschen in den letzten 70 Jahren geglaubt und sich immer wieder geirrt, was uns zur Frage nach dem Warum führt. Eines der größten Themen in jedem dieser KI-Winter ist die Finanzierung. Die Realität ist nun einmal, dass KI ein extrem teures Spiel ist, das von Zyklus zu Zyklus immer teurer wird. OpenAI zum Beispiel muss Gehälter im Millionenbereich zahlen, um Zugang zu den richtigen Ingenieuren zu bekommen. Ganz zu schweigen von den riesigen Rechenzentren und den Unmengen an Grafikprozessoren, die sie brauchen, um die ganze Operation zu ermöglichen. Sam Altman glaubt deshalb, dass sie 100 Milliarden Dollar brauchen, aber all das ist nur die halbe Miete, denn KI ist ein zweischneidiges Schwert. Es kostet nicht nur Unsummen, um sie auf den Markt zu bringen, sondern sie hat in der Regel auch nur ein sehr geringes Ertragspotenzial, zumindest in ihrem ursprünglichen Zustand. Sie muss oft erheblich weiterentwickelt werden, bevor sie ernsthafte Einnahmen erzielen kann, weshalb die Investoren nur in guten Zeiten, wenn ihre anderen Investitionen gut laufen, wenn die Tech-Branche insgesamt boomt und wenn sie nicht wissen, wo sie ihr Geld sonst investieren sollen, bereit sind, diese Risiken einzugehen. Genau das war in den frühen 2020er Jahren der Fall. Die Investoren hatten mit Werbeunternehmen und Einhörnern einen großen Erfolg erzielt und wussten bei 0% Zinsen einfach nicht, wohin mit all den Gewinnen. Also steckten sie es in KI. Wenn die Musik allerdings aufhört zu spielen, wie es in den 1970er Jahren, den frühen 2000er Jahren und auch jetzt der Fall war, sind sie schnell dabei, ihre Verluste zu begrenzen und sich in Sicherheit zu bringen. Selbst wenn man die Finanzierung der KI beiseite lässt, scheint es, als würde die Branche immer wieder von internen Faktoren aufgehalten. Ein Beispiel dafür ist die begrenzte Rechenleistung. Selbst in der heutigen Zeit, in der wir genug Rechenleistung für praktisch jede erdenkliche Aufgabe haben, haben wir irgendwie nicht genug Rechenleistung für KI. Der Hauptgrund dafür ist, dass sich auch unsere Anforderungen an KI ständig weiterentwickeln. Früher versuchten wir nur KIs zu entwickeln, die sich unterhalten können oder ein Brettspiel beherrschen, aber heute versuchen wir KIs zu entwickeln, die nicht nur Gespräche führen, sondern auch das gesamte Internet nach Antworten auf unsere Fragen durchforsten können. Ebenso versuchen wir, nicht mehr Wagen zu entwickeln, die innerhalb von 5 Stunden durch einen Raum fahren können, sondern Autos, die live auf jeder Straße klarkommen. Unsere Anforderungen an die KI steigen exponentiell und damit steigen auch die Ressourcen, die wir brauchen, um diese Projekte zu verwirklichen. Aber unabhängig davon, wie viele Ressourcen wir haben, ist es normalerweise nur eine Frage der Zeit, bis wir auf das Moravec-Paradoxon stoßen, das die seltsame Diskrepanz zwischen menschlicher und Computerintelligenz beschreibt. Es stellt sich heraus, dass Dinge, die für Menschen sehr schwierig sind, wie die Analyse von Massendaten und Berechnungen für Computer, sehr einfach sind. Dinge, die für den Menschen einfach sind, wie Tiefenwahrnehmung, Feinmotorik und das Ausnutzen von Rückkopplungssystemen, sind dagegen fast unmöglich und als ob all diese Herausforderungen nicht schon schwer genug zu bewältigen wären, müssen wir uns noch mit der größten Herausforderung befassen, dem Aufstieg der KI-Betrüger. Bei jedem heißen Trend ist es nur eine Frage der Zeit, bis die Opportunisten auf den Plan treten. Bei den Kryptowährungen zum Beispiel gibt es für jeden Bitcoin und jedes Ethereum hunderte von Shitcoins, Abzocke, Scam-NFT-Projekte und regelrechten Betrug. In der KI-Branche ist es das Gleiche, nur auf eine anspruchsvollere Art und Weise.
Für jedes Projekt vom Typ OpenAI oder Tesla FSD gibt es Dutzende von Startups, die Müll produzieren. Die meisten von ihnen haben überhaupt nichts mit KI zu tun oder nutzen KI kaum, aber sie werben damit und geben sich als KI-Unternehmen aus. In Wirklichkeit sind sie nur eine Bau- oder Beratungsfirma, aber plötzlich sind sie ein KI-basiertes Bauunternehmen oder ein KI-basiertes Beratungsunternehmen. Aus der Außenperspektive sind das natürlich Schrottfirmen, die ihren Einsatz von KI übertreiben, aber für verzweifelte VCs, die es verpasst haben, in OpenAI zu investieren, scheint das wirklich die Zukunft zu sein. Sicher, sie haben es vielleicht verpasst, KI in die Suche oder in Autos einzubringen, aber sie könnten immer noch diejenigen sein, die KI in die Kanalisation oder in die Energiewirtschaft bringen, auch wenn die Anwendung viel begrenzter ist. Glücklicherweise hält diese Entwicklung nicht ewig an, aber der Niedergang dieser Zombie-Unternehmen ist keineswegs elegant. Normalerweise ziehen sich die Investoren aus allen Arten von KI-Investitionen zurück und nur die guten Unternehmen überleben die Kürzung der Mittel. Und genau das passiert jetzt. Die weltweite VC-Finanzierung ist von 170 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal 2021 auf 70 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023 gesunken. Die KI war einer der wenigen Sektoren, die diesen Finanzierungseinbruch überstanden haben. Aber auch in der KI-Welt sind erste Risse zu erkennen. Im dritten Quartal 2023 schrumpfte die Zahl der KI-VC-Deals beispielsweise um 27%. Technisch gesehen stieg der Gesamtwert dieser Deals um 39% auf 6,1 Milliarden, aber 4 Milliarden Dollar entfielen auf einzelne Investitionen von Amazon. Und wenn man das gesamte Jahr 2023 betrachtet, sieht es ähnlich aus. Der Hauptgrund dafür, dass sich die KI-Branche so gut behauptet hat, war einfach eine Handvoll großer Deals von Unternehmen wie Microsoft, Nvidia, Google, Salesforce und Amazon. Wenn wir diese Flaggschiff-Deals jedoch aus der Betrachtung herausnehmen, werden die Aussichten für den Rest der KI-Branche ziemlich düster und das bringt uns zu der Frage, wie es weitergeht. Nun, höchstwahrscheinlich ein weiterer KI-Winter voller Insolvenzen. Die Vorzeigeunternehmen wie OpenAI werden höchstwahrscheinlich überleben, aber man wird wahrscheinlich nicht mehr so viel über sie in den Nachrichten hören, da sie eine neue Phase der Forschung und Entwicklung abseits der Öffentlichkeit einleiten. Das soll aber nicht heißen, dass dieser Zyklus nutzlos war. Ein weiterer von Natur aus zyklischer Sektor ist die Chipindustrie. Hier gibt es praktisch jedes Jahrzehnt oder sogar mehrmals pro Jahrzehnt Booms und Busts. Aber nur weil die Branche unbeständig ist, heißt das nicht, dass sie keine Fortschritte macht. Die Chips von heute sind nicht einmal mit den Chips aus den 1950er Jahren vergleichbar. Und mit der KI ist es das Gleiche. Historisch gesehen war die Branche einfach sehr volatil und wir durchlaufen gerade den Übergang von einem Hoch zu einem Tief. Aber irgendwann wird die Branche auch wieder die andere Seite sehen. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.